In diesem Video zeige ich die Eigenschaften des Graphen der Sinusfunktion. Wir beginnen mit der einfachsten Sinusfunktion f von x ist gleich Sinus von x. Diese Klammern hier, das sind Funktionsklammern, so wie man schreiben kann f von x, wollen wir auch hier von x den Sinus nehmen. Den Graphen dieser Funktion habe ich hier aufgezeichnet. Wir sehen an der x-Achse, dass er in Bogenmaß dargestellt ist. Schauen wir uns zuerst die wichtigsten Werte dieser Funktion an. Der Sinus beginnt bei 0 statt 0, also Sinus von 0 ist gleich 0. Darin unterscheidet er sich vom Cosinus, der beginnt nämlich bei 0 statt 1. Die nächsten wichtigen Werte sind bei Pi halbe, haben wir hier Sinus von Pi halbe ist gleich 1, Sinus von Pi ist gleich 0, Sinus von 3 halbe Pi ist gleich minus 1, und Sinus von 2π ist wieder 0. Damit hat der Sinus seine erste Schwingung durchlaufen. Und ab jetzt beginnt es wieder von vorne. Bei 5π halb haben wir 1, 0 und so weiter. Wir sehen, dass der Sinus unendlich oft periodisch ist. Geht also in der positiven wie auch in der negativen Richtung immer so weiter. Als nächstes sehen wir, dass wir so eine Mittellinie einzeichnen können. Der Sinus pendelt symmetrisch um diesen Mittelwert herum und bei der einfachen Sinusfunktion liegt dieser Mittelwert hier bei 0. Wir sehen, dass der Graph ausgehend von dieser Mittellinie nach oben und nach unten herum pendelt. Diesen Maximalausschlag hier und hier nennt man die Amplitude. Die ist beim einfachen Sinus gerade gleich 1. Und da der Graph sich periodisch wiederholt, können wir hier feststellen, dass nach einer Periodenlänge von 2π die Schwingung wieder von vorne beginnt. So wie ein Pendel, das immer wieder um den Ruhepunkt herum schwingt. Diese Strecke von diesem Startpunkt des Sinus bis zum nächsten Startpunkt der nächsten Schwingung, das nennt man die Periodenlänge und die beträgt beim einfachen Sinus gerade 2π. Als nächstes schauen wir uns an, welchen Einfluss es hat, wenn wir diese einfache Sinusfunktion mit Parametern erweitern. Wir können mal an den Sinus hier eine Zahl hinzuaddieren, plus 0,5. Das bewirkt, dass alle y-Werte unserer Funktion um 0,5 nach oben verschoben werden. Insbesondere wandert natürlich auch unser Mittelwert von 0 nun auf 0,5. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese plus 0,5 außerhalb der Funktionsklammer steht. Das heißt, wir berechnen zuerst von x den Sinus und von dem Ergebnis wird nun 0,5 hinzuaddiert. Als nächstes schauen wir uns an, was passiert, wenn wir vor den Sinus einen Wert multiplizieren. Dann erhöhen sich alle y-Werte natürlich um den entsprechenden Faktor, in der positiven wie auch in der negativen Richtung. Das heißt, dass die Amplitude nun 1,5 beträgt. Ist der Vorfaktor hingegen kleiner als 1, führt das zu einer Stauchung des Sinus oder wenn der Vorfaktor negativ ist, sogar zu einer Spiegelung an der x-Achse. Das ist das gleiche Verhalten, wie wir es schon von anderen Funktionen kennen. Nun wollen wir mal innerhalb der Funktionsklammer direkt an dieses x hier einen Faktor dran multiplizieren, also Sinus von 2x. Wir sehen, das führt zu einer Stauchung des Graphen in x-Richtung. Insbesondere sehen wir, dass sich die Periodenlänge nun von 2π auf 1π verkürzt hat. Also wenn wir eine Schwingung betrachten, von hier bis hier, dann geschieht es auf einer Strecke von nur noch π. Man kann es auch andersrum ausdrücken, wenn wir auf einer Strecke von 2π sehen, dass der Sinus hier zwei Schwingungen macht, dann ist eine Schwingung eben nur Pi. Und die Anzahl der Schwingungen auf einer Länge von 2π, das nennt man auch die Frequenz. Also die Frequenz beträgt zwei Schwingungen pro 2π und das ist genau diese 2, die hier steht. So, noch eine vierte Änderung. Was passiert, wenn wir direkt am x eine Zahl hinzuaddieren? Dazu betrachten wir mal diesen Startpunkt des Sinus. Das ist also die Stelle, wo der Sinus durch die Mittellinie hindurchgeht und eine positive Steigung hat. Wenn ich jetzt hier eine Zahl hinzuaddiere oder subtrahiere, dann bewirkt es eine Verschiebung des Graphen nach rechts um diese Zahl.
Das nennt man auch die Phasenverschiebung. In dem Fall haben wir eine Phasenverschiebung von Pi halbe nach rechts. Wir kennen das ja von anderen Funktionen. Wenn hier ein Minus steht, ist es eine Verschiebung nach rechts. Fassen wir also alle vier Änderungen zusammen in der allgemeinen Sinusfunktion, die die Form hat a mal Sinus von b mal x minus c in Klammern plus d. Das a steht für die Amplitude, das b für die Frequenz, das c für die Phasenverschiebung und d für den Mittelwert. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass wir hier zwei verschiedene Typen von Klammern haben. Wir haben einmal diese Klammer hier, das ist eine Multiplikationsklammer. Wir wollen nämlich die Frequenz mit der gesamten Summe x minus c multiplizieren. Während das hier, das sind die Funktionsklammern des Sinus. Zum Abschluss schauen wir uns nun an, wie man aus einem gegebenen Graphen diese vier Parameter bestimmt. Dazu empfiehlt es sich, einer ganz bestimmten Reihenfolge vorzugehen. Im ersten Schritt zeichnen wir mal die Mittellinie hier ein. Also der Wert, um den der Sinus periodisch hin und her schwingt. Das ist in unserem Fall hier das d, das wir mit 0,5 ablesen können. Als zweites messen wir von der Mittellinie ausgehend nach oben die Amplitude. Wir sehen, dass die Amplitude a 0,5 beträgt. Als dritten Schritt suchen wir uns den Startpunkt des Sinus. Das ist immer der Punkt, der auf der Mittellinie liegt, mit einer positiven Steigung. Und wir sehen, der liegt nun nicht auf der y-Achse, sondern um minus pi halbe nach links verschoben. Also haben wir hier eine Phasenverschiebung von c gleich minus pi halbe. Und im vierten Schritt suchen wir uns den zweiten Startpunkt, das wäre der hier, ja, positive Steigung, und der Abstand der beiden Startpunkte voneinander ist gerade eine Periodendauer, die wir hier mit Pi messen. Und nun haben wir vorhin gesehen, wie wir die Periodenlänge in eine Frequenz umrechnen können. Die Frequenz ist 2Pi geteilt durch die Periodenlänge. 2Pi durch Pi ergibt 2, also haben wir hier eine Frequenz von 2. Alles zusammengefasst können wir nun in die Formel der allgemeinen Sinusfunktion einsetzen, bekommen wir diesen Ausdruck für den Graphen. Das ist eine häufige Klausuraufgabe.